Hi Freunde, herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr hattet eine geile Weihnachtszeit. Ihr habt euch richtig gut beschenken lassen und hattet trotz Corona ein richtig geiles Weihnachtsfest. Ja, Freunde, wir haben hier nicht die gelbe TPA umlackiert. Nein, wir haben hier eine rote TPA und zwar ein neues Projekt hier für YouTube, was wir natürlich nicht spenden werden, sondern das gehört ein Kunde und wir nutzen das Ganze, um ein Video draus zu machen. Dazu gleich aber mehr. Gestern im Livestream haben wir dann einen Spender zusammen mit der Community rausgesucht, wer die gelbe TPA denn von mir eventuell geschenkt bekommt, wenn er denn seine Geschichte nachweisen kann und sich meldet. Bis zum heutigen Tage, also von gestern auf heute, hat derjenige sich noch nicht gemeldet. Er hat bis zum 5.1. Zeit. Meldet er sich dann nicht auf meine Antwort auf den YouTube-Kommentar, suchen wir einen neuen unter allen Kommentaren raus, der die gelbe TPA bekommen wird. An der gelben TPA werde ich morgen noch schnell den Variomatic-Deckel abschrauben. Ein User aus der Community hat sich bereit erklärt, den Deckel ganz schnell für uns zu pulvern noch und das werden wir noch machen. Wir werden den Deckel noch abgeben zum Pulvern und wenn er dann da ist, machen wir dann noch ein kurzes Video. Ich muss ja auch ein kleines Stück noch von der Verkleidung kleben. So, Freunde, heute haben wir hierfür zwischen den Feiertagen aber noch ein Express Projekt. Und zwar haben wir hier einen Kunde, der eine wirklich gute Piaggio TPA hat, eigentlich wirklich sehr guter Zustand, außer hier ist ein kleines Stück an der Verkleidung und am Trittbrett gebrochen. Hier sind etwas zu lange Schrauben drin und ein, zwei kleine Schrauben fehlen, aber ansonsten ein Tico-Taco-Zustand. Kunde hat die Vermutung, er hätte einen Kurbelwellenschaden. Ich denke, nein, hört sich nicht an wie ein Kurbelwellenschaden, ist einfach ein Geräusch von der Variomatik, tut aber nichts zur Sache. Kunde wünscht sich eine neue Kurbelwelle. So soll es sein. Wir wollen daraus direkt dann auch ein YouTube-Video machen. Und zwar möchte er sich eine R&D HPC-Welle verpassen. So, er möchte aber weiterhin erstmal 50 Kubik fahren. Okay, jetzt sagen viele, wow, warum so eine dicke, geile Kurbelwelle? Kostet übrigens aktuell, glaube ich, 129 Euro im Shop für Minarelli und Piaggio. Einer der besten Kurbelwellen, wenn nicht sogar fast die beste Kurbelwelle, die es aktuell auf dem Markt gibt, wenn ihr eine haltbare Racing-Kurbelwelle sucht für euren Standardmotor. Das heißt, ihr müsst den Motor dafür nicht spindeln und so weiter und so weiter. So, ausgeliefert wird das Ganze natürlich mit dem Ölpumpen-Antriebsrad und natürlich hier noch Unterlegscheibe und zwei Muttern sowie das Kolbenbolzenlager. Ja, warum möchte der Kunde jetzt eine R&D HPC-Welle in seinen Standard Piaggio-Roller haben? Ganz einfach, weil der Kunde möchte sich die Option dann offen lassen, wenn er das Ganze dann mal etwas heiß macht, dass er dann schon direkt die beste Kurbelwelle drin hat. Natürlich werden wir zu der Kurbelwelle auch C4-Lager verbauen, wahrscheinlich von KH Performance. Und ich würde sagen, ich schraube jetzt ein bisschen die Verkleidung ab. Ich fange schon mal an. Wir haben hier so ein Töpfchen, da sammeln wir wieder alle Schrauben drin. Wir werden jetzt heute kein allzu langes Video machen. Und zwar können wir beim Schrauben so 2-3 Minuten hier so darüber sprechen, was mache ich denn dieses Jahr alles, was passiert denn dieses Jahr. Dieses Jahr nicht mehr, ich meine 2021 und können ja ein bisschen uns darüber unterhalten und ich schraube ein bisschen dabei, schneide das Video und ja, so machen wir das und ich würde sagen, ich fange mal hier an zu schrauben. Ja, wir machen jetzt hier diese TPA halt fertig, so wie ich das Ganze schon jetzt gerade erklärt habe. Und zwar versuche ich das Ganze diese Woche noch fertig zu bekommen. Ich denke, es wird aber eher die erste Januarwoche, wo ich dieses Projekt dann hier abgeschlossen habe. Wir machen daraus nur 2-3 Videos. Heute machen wir so ein Video, wo ich euch so ein bisschen unterhalte, wo wir ein bisschen einfach sprechen. Was habe ich denn eigentlich noch so alles vor? Und zwar werden wir der nächste Roller, wenn die TPA dann weg ist, je nachdem, ob der User sich meldet. Wenn nicht, suchen wir einen neuen Spender raus. Als nächstes haben wir wieder ein geiles Projekt. Und zwar habe ich ja den Nova Motors GT3 Racing mit Minarelli Nachbaumotor. Also im Endeffekt ist es auch ein Minarelli Motor. Und den werden wir fertig machen. Der hat erst 2000 Kilometer gelaufen, hat aber einen Kurbelwellenschaden. Das heißt, wir müssen da einmal hingehen und die Kurbelwelle erneuern. Und dann werden wir diesen Roller als nächsten Spenderoller benutzen. So, jetzt haben wir ja gestern eine sehr, sehr traurige Geschichte gehabt. Und zwar den nächsten Roller, den möchte ich gerne spenden. Müssen wir mal gucken, da werden wir uns ein Thema ausdenken. Da werden wir irgendwann machen und zwar den schenken wir dann für, ja, müssen wir gucken halt, wieder einen, der bedürftig ist, wo man dann einfach sagt, okay, irgendjemand, der mir nachweisen kann, vielleicht, dass er ganz, ganz wenig Geld hat,
Und dann geht es nicht um eine dramatische Geschichte, sondern derjenige muss mir nachweisen, dass er überhaupt finanziell die Möglichkeit nicht hat, um, sag ich mal, einen Roller sich kaufen zu können. Das wäre zum Beispiel auch eine coole Idee. So, dann wird es auch was für Maxifahrer geben. Und zwar eventuell werden wir dann nach dem Projekt, also nach diesem Schenkungsroller, habe ich dann vor, eventuell muss ich mit meinem Geschäftspartner noch absprechen und wir müssen auch mal gucken, ob die Maxi-Gruppe so ein bisschen dabei ist und uns unterstützt, dass wir dann sagen, wir machen mal ein 125er Piaggio. Dass wir mal so ein richtig geiles Teil fertig machen, und zwar so ein 125er. Ja, vielleicht dann auch mit Malossi-Zylinder und so weiter, oder müssen wir mal schauen, oder einfach vielleicht nur Standard, weiß ich noch nicht. Vielleicht machen wir auch dann in den ersten Quartal, dass wir irgendwo ein 125er finden. So ein 125er, dass wir so einmal fertig machen. Ne? Dass wir auch mal was für die Maxi-Community verschenken. Dass wir dann sagen, okay, da gucken wir dann mal, dass wir da sowas machen. So, ich muss mich mal ganz kurz eben konzentrieren hier. Ja, wir drehen erstmal die Schrauben hier auch noch raus. Ja, dann möchten wir, ja, was steht noch an? Dann haben wir, also wir machen, wie gesagt, weiter YouTube-Videos, oder ich mache halt weiter YouTube-Videos, das bleibt auch so. Dann werden wir mal schauen, ob wir dieses Jahr das Community Race machen können. Ich werde auf jeden Fall die Anträge stellen. Ich muss nur mit dem Flughafenbesitzer wieder absprechen, falls die Corona-Zeit dann nicht vorbei ist, dass ich dann die Platzmiete wieder nicht bezahlen muss. Weil wenn ich so einen Vertrag einmal unterschreibe und das Ordnungsamt, klar, das muss ich bezahlen. Da habe ich, die waren aber auch so nett und haben mir die letzten Gebühren wieder gut geschrieben und haben gesagt, hey, dann brauchst du beim nächsten Mal, wenn du einen Antrag stellst, brauchst du dann halt nicht bezahlen. Der Flughafenbetreiber ist auch, ohne dass er von mir 1 Cent verlangt hat, ist er aus den Verträgen wieder ausgestiegen. Das heißt, es ist auch ein super Ehrenzug, muss man einfach auch mal grüßen und ehren. Und zwar Flugplatz Schwarze Heide in Bottrop. Super Aktion von dem Herrn Hümpel, der ist dort Geschäftsführer. Der hat uns da auch wieder rausgelassen, sage ich mal, ohne dass ich jetzt große Kosten hatte. Normalerweise, Freunde, ihr kennt das Leben, Vertrag ist unterschrieben. Es gibt eine Entschädigungsprämie, die man dann zahlen muss. Aber für Corona konnte ja keiner was. Und von der wegen hat er uns aus dem Vertrag wieder gelassen. So, ich denke mal, man hat auch mehr davon, wenn man eine gute langjährige Geschäftspartnerschaft hat, als wenn man einmal kurz Geschäfte miteinander macht. Deswegen denke ich mal, versteht es die ganze von selber. So, hier haben wir, genau wie bei der anderen TPH, leider auch einen abgebrochenen Halter an der Seitenverkleidung. Von der wegen, ja, hängt noch an einem Zipfelchen, werde ich den Kunden später auch kleben. Aber hier auch hier scheint so eine Krankheit zu sein, ist der seitliche Halter schon angebrochen, aber hängt noch an einem Zipfelchen. Ich versuche die Verkleidung mal ganz vorsichtig loszumachen. Dann wissen wir wenigstens, wie er hinterher richtig sitzt. Und dann können wir das Ganze hinterher vernünftig ordentlich kleben. Ja, der hatte wohl auch mal auf der Seite einen Sturz. Ja, hier sind auch Kratzer und dadurch wird die Verkleidung gebrochen sein. Ja, ja, also Community Waste wird von mir auf jeden Fall eingecheckt. Also ich werde es auf jeden Fall mal einchecken, ob es was wird, ob wir mit den Impfungen dann schon so weit sind, dass wir sagen können, okay, das Treffen kann stattfinden, werden wir sehen. Aber ich sag mal, Mai könnte ich mir schon vorstellen, dass wir zumindest wieder Treffen mit 100 Personen, 200 Personen machen können. Viele von euch haben die Eintrittskarten ja schon. Für Leute, die keine Eintrittskarte haben, sage ich gleich, kann es schon ein bisschen kostspieliger werden. Die Treffen werden sich durch Corona und den anderen Kosten, die uns entstanden sind dadurch, ein paar Kosten sind ja auch entstanden, ein paar Sachen konnten wir halt nicht mehr rückgängig machen. Die Leute, die die Eintrittskarten haben, die dürfen weiterhin die alten Eintrittskarten nutzen. Und alle anderen werden leider nicht drum herum kommen, ja, wahrscheinlich mal so ein Treffen um die 20 bis 25 Euro nochmal mehr zu bezahlen. Aber ich glaube, Freunde, da werden wir alle überleben, wenn wir mal für so eine Eintrittskarte 60, 70 Euro zahlen müssen. Aber dafür haben wir dann endlich mal auch wieder Spaß. Aber ich möchte heute noch nicht über Geld sprechen. So, hier kommt mir eine Mutter entgegen, eine 10er Mutter. Ich weiß nicht, woher die kommt. Die legen sie erstmal auch hier rein. Aber die kam mir jetzt einfach so aus nichts entgegengeflogen. Und ja, so müssen wir uns das Ganze mal gucken, was alles so kommt. Also, was haben wir jetzt? Maxi-Projekt, habe ich gesagt. Ja, dann
plane ich noch ein Gewinnspiel. Und zwar, ich möchte der Erste in der Rollerszene sein, der ein Lager-One macht. Und zwar, jemand darf aus dem Lager so viel mitnehmen, wie er tragen kann. Dazu gibt es natürlich, klar, wird es hinter ein paar Regeln geben, wie das Ganze abzulaufen hat. Aber das plane ich auch, das soll es auch geben. Das sind alles jetzt Sachen, die ich wirklich fürs erste halbe Jahr 2020 plane. So, kleine Sekunde, ich tue mir die Schräubchen hier weg. Manchmal muss man sich in Ruhe ein bisschen konzentrieren. So, wie war das jetzt hier nochmal mit dem Rücklicht? Das war, ich hab ja gelernt an einer anderen TPA. So, hier müssen wir natürlich ein bisschen vorsichtiger sein. Ja. So, nach unten wegschieben. So, Lackteile, immer wichtig, Freunde, Lackteile niemals mit in die andere Kiste schmeißen. Lackteile immer hier vorsichtig hinlegen. Das Ganze könnt ihr auch mal mit den unlackierten Teilen machen. Könnt ihr die hier vorsichtig an die Seite legen. So, mit den Blinkergläsern machen wir dann genau dasselbe hier. So, alles was Verkleidung ist und sonstige Sachen immer schön an die Seite legen. Warum, weshalb, wieso? Ja, ganz ehrlich, Freunde, damit ihr beim Schrauben euch nicht alles verkratzt und gerade so ein Roller hier, der in so einem guten Zustand ist, dem sollte man auch ein bisschen mit Samthandschuhe anfassen. So, hier unten haben wir auch noch eine Schraube mit einer dicken Unterlegscheibe. Warum ist hier eine dicke Unterlegscheibe versteckt? Ich vermute, weil es auch gebrochen ist. Wir gucken uns erstmal an. So. Ne? Ja, doch, ist auch gebrochen. Ja, gut. Ist alles nicht so schlimm. Ja, ich sag, also er hat hier wirklich auf der Seite, hat er wohl so einiges gebrochen durch den Unfall, den er wohl hatte. Und naja, aber man sieht es kaum. Er ist wirklich in einem sehr schönen Zustand. Das sieht wirklich auch gut aus. Ne? Ja, vielleicht lackiert der Kunde sich das ja irgendwann mal alles. Aber er ist jetzt weit, weit aus besser als der andere TPA, den ich auseinandergenommen habe. Ja, ich hoffe, gefällt euch trotzdem, auch wenn ich euch so ein bisschen voll quatsche hier. Und Kunde. So, gucken, ob ich alles lose habe. So, eine Schraube haben wir noch. Und zwar hier unten. Hier unten war gerade noch eine versteckt. Und da. War noch eine, meine ich. Ah, hier ist noch eine versteckt. Ich werde auch als allererstes meine Akkuleuchte mal neu aufladen. Und zwar werde ich das gleich tun, damit ich dann solche versteckten Dinger hier auch finde. So, da brauche ich ein bisschen kleineren Schraubendreher. So, und dann können wir hier die Verkleidung auch schon abnehmen. Die Blinker können ja drinnen bleiben. Die müssen wir hier in dem Falle nicht ausbauen. Steckerchen ab hier. Und dann die Verkleidung auch, damit nichts drankommt, vorsichtig hier an die Seite legen. So, also die Verkleidung können wir uns mal anschauen. Ja, und zwar, ja, scheint hier so eine kleine Krankheit zu sein. Ich zeige es mal in die Kamera. Und zwar hier hängt er wirklich nur noch an ein Zipfelchen. Ich wackel da jetzt aber nicht viel rum, weil so können wir das wenigstens wieder gut fixieren und mit richtig guten zwei Komponentenkleber, den ich habe, wieder richtig festmachen. Ja, hier unten ist es leider auch gebrochen. Gucken, ob wir das Gegenstück noch haben, dann kleben wir es auch. Ansonsten hat es so auch jetzt wirklich gut gehalten, hat man gar nicht gesehen. Aber hier oben ist wirklich wichtig, dass wir das Ganze kleben. Mache ich dem Kunden auch fertig, werden wir schon ordentlich schaffen. So, gut. Andere Seite muss natürlich auch noch ab. Machen wir auch eben. Ja, und zwar müssen wir hier den Motor ausbauen, deswegen muss das alles ab hier. Oh, Telefon. Machen wir eine kleine Unterbrechung, Freunde. Ich habe mal eben Telefon. Bis gleich. Ja, Freunde, hatte kurz ein Telefonat, das war ganz wichtig. So, weiter geht's, Freunde. Und zwar ja, müssen wir jetzt hier noch den Schräubchen lösen. Und zwar habe ich hier festgestellt, hier ist überhaupt gar keine Schraube drin. Und zwar habe ich jetzt schon eine Vermutung, und zwar habe ich gesehen, dass diese Seitenverkleidung, glaube ich, auch gebrochen ist. Ne, hier sieht es gut aus, hier sieht es gut aus. Fehlalarm, Freunde, Fehlalarm. So, auch hier Schräubchen an die Seite. Und dann schauen, haben wir alle Schrauben gelöst. Hier unten haben wir alles los. Fußraste mal vorsichtig ausklappen.
dann sollten wir hier auch die Verkleidung abnehmen können. Natürlich die Blinker wieder abstecken. Und auch hier die Verkleidung vorsichtig zur Seite legen. Nee, hier ist tatsächlich alles in Ordnung. So muss das aussehen, original. Hier Halter, alles Tico-Taco, nichts gebrochen. So, wie gesagt, ist bei der anderen Verkleidung jetzt aber auch nicht so dramatisch bei der anderen Seite, weil wir ja noch, weil wir den Halter ja noch haben und dadurch können wir den ja dann auch noch fertig machen. So, jetzt müssen wir als allernächstes, gehen wir hin, machen hier einmal kurz den Batteriehalter ab, schieben den hier samt dem Batteriekabel durch. So, stecken die Kappe erstmal wieder hier drauf. Jetzt würde mich mal eine Sache brennend hier interessieren, aber das sieht man hier an dem Kabelbaum nicht. Ich wollte sehen, ob das hier vom Werk aus wirklich so komisch gelötet ist, wo ich letztes Mal hier das so mit Schrumpfstoff nachgearbeitet habe. Kann man hier aber nicht sehen. So, hier haben wir auch einen Blinker. René, ich guck mir gerade den Vergleich gerade mal so mit der anderen Maschine, die ich hatte. Ne? So, hier haben wir die Verkleidung ab. Ich würde sagen, jetzt müssen wir eigentlich nur noch das Helmfach ausbauen, weil wir müssen ja nur so weit ausbauen. Alles, ich lege mal kurz die Kurbelwelle hier zur Seite. Die brauchen wir jetzt im Moment ja noch nicht. Jetzt müssen wir das Helmfach, habe ich schon gelöst. Hier habt ihr noch das Gummi. Das war vom Öltank. Abmachen, erstmal wieder provisorisch draufstecken. Öl stopfen hier wieder rein, zack. Tankdeckel wieder drauf. Und das gute Helmfach legen wir auch mal hier zur Seite. So, wisst ihr, ich zeige euch mal eine lustige Sache. Und zwar hier hat sich einer extra damals ein Schild dran gemacht, super bleifrei. Damit da auch ja keiner Diesel rein tankt oder E10 oder so, wahrscheinlich, hat derjenige sich da so ein Ding dran gemacht. Gut, Verkleidung haben wir demontiert. Ich würde sagen, Freunde, so sieht das Ganze aus, wenn das hier nackig ist. Morgen machen wir dann weiter. Ich wollte mich heute einfach nach den Feiertagen erstmal melden. Und zwar morgen schrauben wir dann hier alles ab, Vergaser etc. Hier Gummi, was hier alles noch ab muss, Schutzblech und so weiter. Und dann können wir morgen auch schon den Motor rausholen, können den schon mal hier auf die Bühne legen. Und übermorgen bauen wir dann vielleicht schon die Kurbelwelle ein. Wie gesagt, wir machen uns überhaupt gar keinen Stress. Es reicht hier vollkommen aus, wenn wir in der ersten Januarwoche mit dem Projekt fertig werden. Ja, in dem Sinne, Freunde, ich bedanke mich fürs Einschalten. Ich mache jetzt wieder ein bisschen mehr Videos. Wir haben ja in letzter Zeit ein bisschen mehr Livestreams gemacht. Das werde ich reduzieren auf 1 bis 2 Livestreams die Woche. Und am Wochenende sowieso immer schön Livestream machen. Das wird auch dieses Jahr, also nächstes Jahr, in 3 Tagen haben wir ein neues Jahr, wird es auch sehr, sehr viel werden, weil ich habe mir ein neues Häuschen gekauft und da baue ich extra einen Streaming-Raum ein und in diesem Raum werde ich dann sehr, sehr oft streamen, weil aktuell streame ich im Wohnzimmer mit Greenscreen und so und dann störe ich sehr, sehr viel die Frau und da werde ich auf jeden Fall einen eigenen Streaming-Raum haben, wo ich dann auch öfters so live komme, weil das auch privat mein Hobby ist, dieses ganze Streaming, Internet, Twitch und YouTube und so weiter. Und in dem Sinne, Freunde, ich will sagen, ja, lasst einen Daumen da. Habt ihr Bock drauf, dieses Projekt hier zu sehen? R&D, HPC. Und was sagt ihr generell zu meinen ganzen Vorhaben, die so 2021 kommen werden? Ich bin raus, macht's gut, ciao.